So, rauf auf den Weg. Der ist gelb. Können wir vorbeigehen. Bei dem können wir auch vorbeigehen, ohne dass er uns angreift. Oh, ich sehe gerade, da hinten ist er noch irgendwie. Das kann man, glaube ich, noch erforschen, ne? Ja. Hätte ich mal früher machen sollen. Ich glaube, wenn wir da jetzt hingehen, dann gibt es nicht mal mehr Erfahrungspunkte für dieses Gebiet. Oder doch? Ich weiß es nicht. Müsst ihr mir sagen, ihr seid die Fachleute. Ich frage mich, ob sie es je schaffen, diesen Ort wieder zu dem zu machen, was er einmal war. So, erstmal, ich will mal gucken auf der Karte. Ach nee, hier sieht man ja gar nicht, was wir alles freigeschaltet haben. Also hier dieses Stück wäre das quasi. Oder? Müssen wir kurz auf der Karte gucken. Nee, ich glaube doch nicht. Ich weiß nicht, ob man das aufdecken kann. Könnte man ja probieren, aber... Warum mache ich... Ich weiß nicht, wieso mache ich diese Heldenmission? Wahrscheinlich werden wir da echt nichts mehr kriegen. Ich mache die Heldenmission quasi nur, damit wir sehen, was da... Was denn die Belohnung ist. Und... Dass wir noch eine Videosequenz haben. Noch ein nettes Gespräch. Für das Let's Play. Oh Gott, überall diese Gegner. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid eh zu schwach. Aber da kam, glaube ich, ja, also... Der Gegner, der da kommt, der war ja richtig stark. Der kann uns das nochmal richtig zeigen hier. Jetzt muss ich auch noch außen rumgehen, ey. Oh Gott. Heldenbereich. Da kommen wir nicht lang. Komme ich hier vorbei, ohne dass sie mich angreifen? Bitte, 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 bitte. Jawohl. So. Wer ist das? Oh, Level 17, ey. Ich glaub's nicht. Oh, wo kommt der her? Scheiße. Ey, der will sich heilen. Die Sau. Komm hier. Plasmagranate. Schnell, schnell, schnell. Bevor er sich heilen kann. Jawohl. Der ist weg. Oh, nee. Jetzt hat er mich vergiftet, oder wie? Das ist doch echt ein räudiger Typ. Oh Mann, ich muss mich heilen, 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 heilen. Ach stimmt ja, wir haben ja gar nicht, wir haben ja Arik dabei. Der kann sich ja nicht heilen und heilt uns auch nicht. Das erklärt auch natürlich, warum wir hier so stark verletzt sind. Und fast am Krepieren sind. So, heilen wir uns nochmal. Und ich glaube, wir sollten lieber... Laradon zurückholen. Viel Glück. Tut mir leid, Arik, aber Lara kann heilen. Und sie ist eine Frau. Gern geschehen. Das war einfach. Das war meine Zeit nicht wert. Ist doch nicht der Rede wert. Dann mal los.
Wieso, hä? Habe ich es verpasst? Kam beim letzten Mal hier nicht ein Gegner oder war das schon eben der Gegner? Ach nee, was, das da drüben war der Endgegner, vor dem ich mal so viel Angst hatte, der uns irgendwie fertig gemacht hat? Es ist ja echt traurig. Okay, hier haben wir drei Teresauszeichnungen. Dort haben wir einen Handschuh. Mit mehr Rüstung, Zielgenauigkeit ein weniger. Dafür aber Ausdauer ein mehr. Die Rüstung, das ist schon ganz nett. Ey, die sollten mir hier echt keine Kisten anbieten. Ich nehme immer die Kisten. Oder soll ich lieber die Taresauszeichnung? Wow, plus 5 Erfahrungspunkte. Ich raste aus. Sturmkanone. Toll. Boah. Naja, so schlecht ist sie gar nicht. Ich meine, die ist schlechter als die, die wir jetzt haben. Aber unser Gefährte. Achso, die hat Blasterpistole. Und das ist, glaube ich, ein Gewehr, ne? Dann muss ich nochmal Arik zurückholen. Ja, ist sehr gut. Arik, Arik, Arik. Da ist Arik. Ich bin startklar. Gut, ich auch. Wie geht's, Arik? Oh, bist du nicht sehr gesprächig heute? Ich gehe mal jetzt hier wieder außen lang und in der Zwischenzeit werde ich Arik die Waffe geben, die ich gerade bekommen habe. Wo sind die? Nee. Die war das nicht. Die war das. Die hat alles ein bisschen weniger. Wie auch für ihn jetzt, oder? Ach nee, das bin ich hier gerade. Also man kann die Waffe auch modifizieren. Das ist ja schön. Jorgens verlässliche Kanone. Vielleicht sollte ich mal. Kann ich die auch modifizieren? Nö. Den kann man nicht modifizieren, aber den kann man schon modifizieren. Ich könnte hier einen besseren Lauf einbauen. Zielgenauigkeit. Also ich könnte hier noch eine Menge machen mit. Ich heb die mal lieber auf und verkaufe die andere, die ich gerade bekommen habe. Kann ich da außen lang gehen? Mal M, Karte. So. Jetzt sind wir wieder auf der Karte. Oh Gott, hier diese riesigen Mauern, die stören jetzt aber. Ich will einfach bloß hier rüber. Können aber leider nur dort hinten runter. Der ist rot. Nee, komm. Will ich nicht. Nicht kämpfen. Sehr schön. So, hier hätten wir alles. Ja, der Planet ist fertig. Jetzt können wir uns hier auf die Schulter klopfen. Denn wir werden diesen Planeten jetzt verlassen. Erstmal zu Fuß zum Raumhafen. 14 Minuten dauert die Schnellreise. Okay. Das schaffen wir auch locker zu Fuß. Die 14 Minuten. Aber vorher will ich wirklich nochmal dort einen Abstecher hinmachen. Und gucken, ob ich das aufdecken kann. Kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Und was sind das hier überhaupt? Die sind alle Level 16 und noch schwächer. Nee, komm. Die kann man nicht angreifen. Das ist verschwendete Zeit. Das gibt keine Erfahrungspunkte mehr und sie kosten uns wertvolle Zeit. Hier auch Rakgule im Weg. Wieso gibt es keine Erfahrungspunkte mehr? Warum können die Gegner nicht einfach ein bisschen stärker sein? Ach so, genau. Oh, jetzt hätte ich eigentlich mal dieses. Das andere Datacron hätte ich noch holen können. Ich dödel. Wir hatten ja hier eins gesehen. Folge 86 war das, glaube ich. Das Datacron war ja in einem Lüftungsschacht. Also in irgendeinem Rohr. Und da bin ich einmal falsch rumgegangen. Ich glaube, wenn ich rechts rumgegangen wäre,
Dann hätte ich das, glaube ich, bekommen. Ein Iradam-Kristall, toll. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt noch mal zurück? Ich glaube, das wollt ihr nicht, oder? So ein Datacron ist schon wichtig, also. Ich weiß nicht. Sehr, sehr wichtig. Oh, was ist denn das hier? Wie weit ist denn das noch? Es ist aber auch wirklich schlimm hier. So, hier ist eine Mauer im Weg. Ich glaube, wir können das gar nicht richtig aufdecken, oder? Doch. Doch, hinter der Mauer muss es sein. Das scheint nochmal so ein kleiner abgetrennter Bereich zu sein. Lass mich in Ruhe, geht weg. Oh, ich krieg das sowieso nicht für euch. Moment, da geht's auch nicht lang. Was ist denn das? Was ist da? Ich dachte schon, da wäre auch wieder ein Datacron, aber das ist bloß gelbe Abgase sind da bloß. Also ich muss hier runter, dann da links und dann nochmal links. Und Arek ist gleich tot. Ach ne, da kommt er. Schön, schön, Arek. Schön, dass es dich gibt. Da kommt jemand her. Bitte was? Level 50 ist er. Ne, aber die Gegner hier sind auch schwach, also. Was sucht denn hier ein Spieler Level 50? Hat er hier einen Datacron gesucht oder was? Also, das interessiert mich jetzt schon. Da muss doch hier irgendwas sein. Dort hinten, es scheint nichts zu sein. Hier auch nicht. Mal nach oben gucken. Naja. So weit nach oben kommen brauch ich gar nicht gucken. Ich glaube nicht, dass man so weit nach oben kommt. Huch. Mal kurz da drüben hingehen, aber ich glaube nicht, dass da was ist. Bei 7. Ja, ach du Scheiße, bei 17.000. Nee. Oder? Was für ein Level ist denn der? 17. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist Level 17? Ich weiß, soll ich Arek nehmen oder soll ich. Ich weiß nicht, ich komme, ich greife einfach mal mit Arek an. Und ich versuche ihn zu heilen. Aber wahrscheinlich wird das dann ja so enden, dass. Dass wir beide getötet werden. Also so stark scheint er nicht zu sein. Wie ihr befehlt. Ich gehe mal ein bisschen dichter. So, hier erstmal Arek anklicken. Hey, hey, bleib stehen. Und du sollst angreifen. Arek, greif an, du Dödel. Nee, nicht passiv. Du sollst angreifen. Warum waren das schon wieder passiv drinne? Ich hasse das. Dreckiges Passiv hier. Pfui. Sollst ihn angreifen, Junge. So, heil den. Nochmal heilen. Ach du Scheiße, ich komme ja kaum hinterher. Ach, hier war ja auch noch was mit heilen. Komm, Arek, streng dich an. Ist doch ein Witz. Komm, jetzt frieren wir uns schon mal ein hier. Sehr schön. Wie viel Energie hat er noch? Ja, circa die Hälfte. Ja, gar nicht mehr die Hälfte, ist Blödsinn. Drittel ist das. Oh, das geht aber sau schnell runter da, die. Komm hier. Heilung? Hallo? Hallo? Nee, will nicht. Schade. Okay, Nahkampf. Nahkampf, komm hier. Bam. Komm, geh auf mich. Ich bin viel stärker. Lass Ari in Ruhe. Was ist denn das hier? Ist das nicht ein Nahangriff gewesen? Na, egal. Oh, scheiße, jetzt friert uns ein. Bam. Nein, ich darf mich nicht bewegen, ich dödel. Komm, 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 komm. 800 nur noch. Komm, den machen wir fertig. Der hat keine Chance.
Komm, dann kann er schießen, was er will. Wir machen ihn zuerst fertig. Komm, 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 komm. Ja. Und vor der Streukanone. So, naja. Okay, so stark ist er nicht. Wo ist denn Arek hier? Der muss doch hier irgendwo rumliegen.